Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind auf Gorgon und hier sind scheinbar alle Tiere mutiert. Schützt uns der Nebel? Glaubt ihr, die sehen uns nicht? Wir brauchen wesentlich mehr Abstand. Ich hoffe mal, hier im Gras sind wir geschützt. Naja, euch kann man sehen. So ein Müll. Wir müssen da auch noch durchrennen. Ob wir sie von hier erschießen sollen? Ja, wir müssen nicht immer alles erschießen unbedingt. Müllhalde entdeckt. Ach, eine Müllhalde ist das. Ja, schön. Wer Müll mag. Wir haben kein Foto dabei. Kein Fotoapparat. Na, lasst mich rauf, lasst mich rein. Abfallbewältigungsprotokoll Tag 1. Erster Tag im neuen Job. Ich kann's gar nicht fassen. Ich bin so glücklich, hier zu sein. Was für eine plötzliche und absolute Überraschung, zum leitenden Abfallbewältigungsverantwortlichen befördert zu werden. Ach, wäre nur schön, wenn noch jemand hier wäre, der mich einweisen könnte. Aber der ist wohl letzte Woche in den Abfallschacht gefallen. Ich habe mir notiert, das besser tunlichst zu vermeiden. Tag 2. Ich will mir als erstes alle verfügbaren Unterlagen zum Abfallkompaktor durchlesen. Wenn Spacers Joyce der Meinung ist, dass ich, ein einfacher Chemiker, für solche erhabenen Aufgaben geeignet bin, dann werde ich mein Bestes geben, sie nicht zu enttäuschen. Leider ist die Bedienungsanleitung für den Kompaktor voller Blutflecken, was das Lesen etwas erschwert. Tag 3. Der Kompaktor hat heute seltsame Geräusche von sich gegeben. Ich dachte zuerst, es gäbe ein Problem mit der Kompressionskammer. Also habe ich den Großteil des Nachmittags damit verbracht, eine Lösung in der Bedienungsanleitung zu finden. Wie sich herausstellen sollte, ist ein Spread in den Trichter gefallen. Tag 5. Die Notfallabschaltung funktioniert nicht! Tag 8. Meine Arme bringen mich um und mein Rücken. Und mal sehen, ja, meine Schultern auch. Eigentlich tut mir so gut wie alles weh. Ich dachte, es würde irgendwann einfacher werden. Körperliche Arbeit ist mein Körper wohl noch nicht gewöhnt. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, eine Mini-Dosis Adrenatime zu mir zu nehmen. Vielleicht, wenn sie endlich noch ein paar von den Macken ausgebügelt haben?
Naja, vorausgesetzt, die Idioten im Chemlabor hören endlich mal lange genug mit dem Streiten auf, um ihrer Arbeit nachzugehen zu können. Tag 19. Was mache ich hier überhaupt? Ich bin Chemiker. Gesetzverdammt. Ich habe doch keine Ahnung, wie der Mist hier funktioniert. Ich bin schon froh, dass ich noch beide Arme habe. Nicht, dass hier jemals jemand vorbeischauen würde, der es bemerken könnte. Tag 33. Keine Ahnung, warum ich das Protokoll überhaupt noch schreibe. Das liest sowieso keiner. Niemand hat die Intention, es je zu lesen. Ah, ich muss alles per Hand aufschreiben. Wenn es nicht völlig Fischsticks wäre, würden sie mir ein Datenlog geben. Das ist doch Spread-Scheiße. Tag 52, der war aber lange hier. Heute habe ich die Leiche eines Plünderers kompaktiert. Zu einem kleinen Fleischwürfelchen. Ach, das war das. Ich wollte einfach wissen, wie das aussieht. Ich hätte mich davor ekeln sollen, aber als ich das Ergebnis bewundern konnte, fühlte ich gar nichts in mir. Tag 76. Muss die Maschine eigentlich irgendwie warten? Vielleicht. Na, mit Öl schmieren oder sowas? Tag 100. Ein echter Meilenstein. Ja, 100 Tage, okay. Tag 101. Habe ein neues Spiel erfunden. Spreads in den Trichter des Kompaktors werfen. Für die Lebendigen habe ich mir zusätzliche Punkte gegeben. Was ist nur aus mir geworden? Tag 140. Ich frage mich, was wohl passieren würde, wenn ich einen Mantischwarm durch den Trichterschacht jagen würde. Wie mag der wohl aussehen, nachdem er zu einem winzigen Würfel gepresst wurde? Tag 183. Hab eine Nachricht aus der Mine bekommen, dass ich mich um irgendein Frachtzugunfall kümmern soll. Musste den ganzen Weg daraus laufen, nur um ihnen zu sagen, dass ich mit Flüssigkeiten nichts am Hut habe. Diese Trottel. Tag 211. Tiefer kann man wohl kaum sinken. Ich habe die gefährlichsten Abfälle rausgepickt, die ich finden konnte, und sammle das Zeug jetzt, um die Wohnung von Clarence zu verunstalten. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, welches Zimmer ihm gehört. Tag 231. Was wäre, wenn... wenn ich einfach reinspringen würde? Beim Gesetz, das wäre schmerzhaft. Allein die Vorstellung, wie die Maschine meinen Körper langsam und schmerzhaft zerstampfen würde... Körpersäfte, Fleisch, Knochenstücke, alles zu Brei vermischt. Tag 269. Die Bergarbeiter wollen immer noch, dass ich mich um ihren kleinen Arbeitsunfall kümmere. Als wenn ich hier draußen nicht bereits im Müll ertrinken würde. Am Boden vor dem Steuerhaus sind Körperflüssigkeiten. Diese Körperflüssigkeiten, die durch das Pressen organischer Materie austreten, sind Nebenprodukte. Tag 275. Scheiß auf dieses Protokoll! Scheiß auf alles! So! Ja, vielleicht... Oh ja, hat er dieses Zimmer hier verunstaltet? Sind das die giftigen, besonders giftigen Dinger? Wir nehmen das, aber können looten, während wir hören, was da drauf ist. Tell me about the production of Adrenatime, Dr. Ambrose.
I hear Compound X is a unique challenge to work with. It's temperamental. It must be refined under tightly controlled circumstances at tremendously low temperatures. Do you compound it with anything else? Tell me more about your refining process. Our audience is conversant in the sciences, very detail-oriented, so don't be afraid to get technical. Last time I met you, you spoke like a groundbreaker Bildersprat. Why the sudden airs and such specific questions? Does your minder know what you're up to? Does he suspect you're a spy? Pardon me. Die armen kleinen Sprats hat er da einfach reingeworfen. Hätte er die Troglos mal reinschmeißen sollen hier. Da unten lungern sie rum. Ah, wir können sie einfach umgehen. Wie es aussieht. Das ist gar kein Stein! Schnappt sie euch! Die sind ja hundsgemein, die Dinger. Ich dachte, das wäre ein Stein. Das soll uns doch nicht nochmal passieren, so etwas. Weg sind sie. Sind sie unter uns? Da laufen sie. Oh, jetzt kommen sie. Here we go. Wir haben sie vertrieben schon mal. Wo ist der andere? Ah, der ist jetzt auf unserer Ebene, hä? Huh? Den schnappen wir uns, los. Die waren noch zu zweit hier. Nee, diesmal ist es wirklich nur ein Stein. Er hat sich eingebuddelt.
Ich kann ihn nicht sehen. Schubst ihn ein wenig nach vorne. Gut. Moment mal, ein Aufzug. Jupp. Wir holen ihn schon mal rauf. Für später. Chemlabor, Außenbereich unten. Vielleicht verkaufen wir ein paar Sachen. Oh, wir haben sowieso so viel Kram dabei. Jetzt aber nicht unsere Sachen verkaufen, die wir noch brauchen. Tarnungsfertigkeiten 5. Wir sollten diesen Helm mal tragen. Wir tragen irgendwie das Falsche. Schlossknacken, da haben wir doch was dabei, oder? Schlossknacken 5, ja. Tarnung. Schleichen. Langwaffen. Inspiration. Überzeugen. Medizin. Schaden gegen Kreaturen. Und Tech-Fertigkeiten. Ach, Tarnung. Tarnung und Tarnung. Aber das hier ist ein Helm. Vielleicht behalten wir den auch. Verkaufen wir den? Wildnis-Taktik-Helm. Ah, den behalten wir mal. Mods, hier ist nichts Besonderes dabei, oder? Diese hier ist ziemlich teuer. Verbesserte Erdung, aber das kennen wir auch schon. Ach, wir verkaufen die jetzt alle mal. Und den Schrott auch. Konzerndienstauszeichnung? Haben wir das nicht als Belohnung bekommen vielleicht? Manchmal brauchen wir auch den Müll. Ja, diese Haut haben wir schon mal gebraucht. Ja, den Müllbehalt. Also, nee. Jetzt müssen wir alles verkaufen. Wir sind ja immer noch so schwer. Das sind dann alles. Ja, die verkaufen wir nicht. Das sind dann alles Verbrauchsgegenstände. Die sammeln wir schön brav weiter. Ach, hier sind immer noch so viele Waffen. Und den Flammenwerfer wollten wir mal ausprobieren. Der richtet ja scheinbar richtig Schaden an. Richtig viel.
Was für Munition braucht er? Energie. Und was haben wir? Schwere? Wir haben Energiezellen? Haben wir ein paar? Und leichte Munition haben wir auch ein bisschen was. Trotzdem sind wir immer noch ganz schön schwer. Ach so, wir tragen jetzt diese Rüstungsteile hier mit uns rum. Ja, aber das ist es nicht. Das sind echt Verbrauchsgegenstände, die jetzt bei uns so schwer im Inventar sind hier. Was war das? Die atmet irgendetwas etwas schwer. Na, ah, das scheint mir irgendwie nur so ein Energiemodul oder so etwas zu sein. Das sah aus wie ein Raum, in den man hineingehen könnte. Ach, ist es auch, aber der ist auch versiegelt. Warum ist denn hier alles versiegelt und wie kriegen wir das denn auf? Unsere Waffe ist wieder kaputt. Das wundert mich jetzt nicht. Wir haben den Aufzug schon mal runtergeholt. Ach, irgendwie glaube ich, wir machen irgendetwas falsch. Normalerweise, wenn das versiegelt ist, dann muss es doch in der Nähe irgendwo etwas geben, womit wir das entriegeln können. Das ist doch so, irgendein Schalter oder so. Wir haben noch nicht einen Teil finden können. Vielleicht sollten wir wirklich zurückgehen und sagen, ist alles zu. Gib uns mal die Karten. Naja, wir werden in der nächsten Folge weiter gucken, ob wir weiterkommen und irgendetwas finden. Wir haben noch nicht einen Teil von ihm gefunden. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und... Reminds me of the ravine near Stellar Bay. Only less acid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.